Herr Grüster, guten Tag. Tag. Nehmen Sie mal bitte in der Mitte Platz. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie Ihre Mütze abnehmen. Sie wissen, als Zeuge hier die Wahrheit sagen muss, mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, genau. Sie heißen Martin Grüster, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Konstadt im Internat. Sie sind ledig, gelernter Koch. Ja, genau, richtig. Das war, bevor ich in den Knast gekommen bin. Jetzt momentan bin ich im Internat mit den anderen hier und mache eine Umschulung zum IT-Systemelektroniker. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Herr Grüster, wie Sie wissen, wird dem Angeklagten zur Last gelegt, die Internatsmitbewohner Nadine Wernhardt in der Nacht vom 3. auf den 4.9.2009 erstochen zu haben. Ja, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der hat doch gepennt wie ein Baby. Und woher wissen Sie das? Haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Das war so gegen 22:45 ungefähr. Waren Sie da in seinem Zimmer? Nein, das nicht. Ich habe ihn durchs Fenster gesehen. Durchs Fenster, ja? Das Zimmer des Angeklagten ist im ersten Stock, nicht im Erdgeschoss. Ja, dann fange ich halt noch mal ganz von vorne an, damit es der da drüben auch versteht. Herr Grüster, jetzt nehmen Sie sich ein bisschen zurück, ja? Außerdem wissen Sie ganz genau, wie der da drüben heißt, ne? Sie kennen, glaube ich, die Rollenverteilung hier. Sie sind natürlich das erste Mal hier vor Gericht, ne? Vorstrafenregister, wenn ich mir das anschaue, einige Vorstrafen. Zuletzt haben Sie wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht gesessen, sind auch entsprechend verurteilt worden. Ja, Sie wissen, was ich hier für eine Rolle einnehme, das oder? Das ist ja schon wieder klar, dass Sie mir das wieder aufs Brot schmieren. Ich habe kein Problem damit und ich stehe auch dazu, dass ich dem Typen damals in die Fresse gehauen habe. Schließlich hat er meine Freundin angegriffen. Was hätte ich machen sollen? Einfach daneben stehen und zugucken? Du hast doch deine Freundin geschlagen. Ey, jetzt halt mal ganz gut deine Klappe, Mann. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung, wer so einen Quatsch auf dem Internat verzapft, aber ich habe sie nicht angefasst. So, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt lassen wir das Thema mal, ja? Und Sie unterhalten sich nicht untereinander. Um das geht's ja gar nicht heute. Aber Sie müssen sich nicht wundern, wenn der Herr Staatsanwalt sich angegriffen fühlt, so wie Sie ihn anreden. Das mal am Rande. So. Und jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen genauer über die Tatnacht sprechen. Also, Sie haben gesagt, Sie haben da ihn gesehen. Ja? Und zwar durchs Fenster. Erzählen Sie mir doch mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie bei ihm durchs Fenster geguckt haben? Also, ich war oben im zweiten Stock bei einem anderen Mitschüler und wir haben halt zusammen Bier gekippt. Und als ich dann runtergehen wollte, ist mir eingefallen, dass ich ihm noch einen DVD-Film ausgeliehen hatte. Und den wollte ich natürlich wieder haben. Er hat mir dann allerdings erzählt, dass er den an den Flo weiterverliehen hat. Also bin ich dann runter zu seinem Zimmer, hab geklopft und er hat nicht aufgemacht. Dann habe ich gelauscht und habe ihn halt ewig laut drin schnarchen hören. Ich habe dann mal ein bisschen lauter geklopft, aber der war absolut nicht zu wecken. Ja, verstehe ich immer noch nicht, wie das mit dem Fenster war. War die Tür abgesperrt zu seinem Zimmer? Die Tür war abgeschlossen, ja. Ich bin dann durch die Küche durch, auf den Putzbalkon und habe eben von da an das offene Fenster reingeguckt. Und da habe ich ihn dann auch schlafen sehen, volle Montur angezogen, mit einer halben Flasche Wodka daneben sich auf dem Boden liegen. Und haben Sie versucht, ihn zu wecken? Ja, klar, ich habe einen Löffel auf ihn geschmissen, aber darauf hat er auch nicht reagiert. Du hast mich auch voll getroffen. Ich bin aufgemacht und eine riesen Beule am Kopf. Ja, aber du warst doch gut fertig. Haben Sie irgendwelche Tabletten im Zimmer gesehen, vom Angeklagten? Nein, habe ich nicht. Wenn ich da irgendwelche Pillen gesehen hätte oder sowas, wäre ich natürlich sofort reingeklärt und hätte nachgeguckt, ob irgendwas los ist. Gut, was halten Sie von der Idee, dass der Angeklagte Ihnen den Schlafenden nur vorgespielt hat? Ja, genau. Und deswegen hat mein Mandant das auch ausgehalten und sich den Löffel an den Kopf schmeißen lassen und am nächsten Tag eine Beule davongetragen, weil er das alles nur vorgespielt hat, der Staatsanwalt, ja, oder? Möglich ist das ja wohl, ne? Ich gehe davon aus. Und im Übrigen ist mir es insofern auch wurscht. 22:45 wollen Sie im Zimmer gewesen sein. Die Tat war eine gute halbe Stunde später. Das heißt, der Angeklagte wird im Zweifel das Zimmer eben verlassen haben, nachdem der Zeuge hier bereits wieder raus aus dem Zimmer war. Nein, nein, das kann gar nicht sein, weil ich war noch eine gute halbe Stunde länger noch in der Küche drin. Wir haben ja Grundrisspläne aller Etagen des Internats. Die Küche, die ist ja, also Ihr Zimmer ist Zimmer 108, das ist richtig. Das ist korrekt. Das heißt, die Küche ist direkt neben dem Zimmer des Angeklagten. Ja, genau. Flo's Zimmer ist genau zwischen der Küche und dem Zimmer von Psycho-Ray. Ich will nicht, dass man mich so nennt. Alle nennen mich so. Aber jetzt ich möchte das muss nicht. Muss ich Sie gleich mal vorwarnen. Der Name Psycho-Ray wird hier offensichtlich nicht gerne gehört. Und hat schon jemand 50 Euro hier gekostet? Hm? Ordnungsgeld. Ja. Also am besten reißen Sie sich zusammen. Ja. Wie war das mit dem Putzbalkon gemeint? Vielleicht, was ist denn ein Putzbalkon? Ja, wissen Sie, in dem Internat, die Zimmer oder vielmehr die Löcher, in denen wir da wohnen, die sind ziemlich klein. Und deswegen ist an jedem Zimmer noch so ein Putzbalkon dran, wo man seine Sachen rausstellen kann. Ist im Prinzip genauso wie ein ganz normaler Balkon, nur eben kleiner. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ist es möglich, über diesen Balkon in das Zimmer meines Mandanten einzusteigen? Und ich meine jetzt genau von der Küche aus gesehen. Ja, klar, erlaubt ist das zwar nicht, aber wenn das Fenster offen steht, geht das sicher, auf jeden Fall, klar. Ja, das Zimmer? Fenster meines Mandanten war aber geöffnet, Herr Staatsanwalt. Also jeder x-beliebige hätte dort einsteigen können und die Tatwaffe verstecken. Während mein Mandant hier seelenruhig, tief und fest seinen Rausch ausgeschlafen hat. Ja, ich war richtig klinisch tot.
Ja gut, die ganze Zeit waren sie nicht klinisch tot, ne? Also wenn ich mal ausklammere, dass sie aus dem Zimmer raus sind, als sie Nadine umgebracht haben, waren sie jedenfalls unterwegs gewesen, als sie den Spind aufgebrochen haben. Also zwischen 20.45 Uhr und 21.50 Uhr. Sie nicht zuhören? Ich hab den Spind nicht aufgemacht. Wissen Sie, Sie sprechen eine Sprache, aber die Beweise, die Indizien, die Spuren, die sprechen eine andere Sprache und die verstehe ich besser. Hey Mann, Flo. Willst du da nicht lieber auspacken, Mann? Was ist, okay, denn, da, ist, nein, was ist denn da so tragisch, alles, wenn du das alles erzählst? Geklärt, ist alles geklärt. Hey Mann, wenn du so weitermachst, glauben die dir gar nichts mehr und buchten dich ein wegen Mord. Überleg dir das mal. Mach lieber den Mund auf. Das klingt ja alles nicht verkehrt, was Sie dem Angeklagten erwarten. Aber jetzt warte ich Ihnen auch mal, dass Sie alles sagen, was Sie wissen. Also wenn Sie da irgendwas wissen, was soll er denn sagen? Mann, pass mal auf, Flo. Ohne Witz, ich weiß, dass du das nicht gemacht hast, Mann. Ohne Witz, ich hab dich doch schlafen gesehen. Also... Mal im Ernst, das mit dem Spind, das war schon der Flo, der hat den schon aufgeknackt. Und woher wissen Sie das? Ja, weil er es mir erzählt hat. Hat er Ihnen auch gesagt, warum er das gemacht hat? Ja, hat er. Das ist, die Nadine hat ihn erpresst und die Beweise dafür, die lagen in ihrem Spind. Und er hat zu mir gesagt... Martin! Er hat zu mir gesagt, ja, egal ob er bei ihr einbrechen muss oder den Spind aufknacken muss, der holt sich das Zeug auf jeden Fall wieder. Jetzt kommen wir der Sache doch langsam näher. Was war denn das, was er sich da wiederholen wollte? Martin, du hast ja schon genug gesagt, Mann, es reicht. Jetzt halten Sie bitte schön den Mund, sonst lasse ich Sie irgendwann noch rauswerfen. Hey Mann, ich weiß, dass du Angst hast wegen deinem Job im Autohaus. Aber wenn du im Knast sitzt wegen Mord, dann bringt dir das überhaupt nichts mehr. Dann kannst du den Job auch haken. Mann, und Mord ist echt ein anderes Kaliber. Sollen doch alle erfahren, was für ein Miststück Nadine war. Nadine war kein Miststück! Ja. Das nimmt er sofort zurück. Können Sie mal sehen, dass der nicht ganz knusprig ist. Ganz zurück dahin. Womit ist er erpresst worden? Martin! Ja, er hat einen Führerschein gefälscht. Den hatte dann Nadine. Ja, den würde ich nochmal stecken, es kann ja nicht wahr hey, sein. Hey Mann, sorry, Alter. Der Angeklagte hat den Führerschein gefälscht, sagen Sie. Ja, genau. Es ist, er hat dieses Jobangebot für das Autohaus bekommen und dafür braucht man natürlich einen Führerschein. Weil er aber ein ziemlicher Raser ist und immer gut Bleifuß hat und so, hat er den natürlich verloren. Also hat er sich selber eingemacht und den hat er echt gut gemacht. Also Respekt dafür auf jeden Fall. Also für Respekt habe ich davor nicht. Und die Nadine Wernhardt, die hat davon erfahren. Oder wie? Ja, da war der Flo schon eigentlich selber schuld. Er hat den Führerschein kopiert und die Kopie in seine Bewerbungsunterlagen reingelegt, hat aber dieses gefälschte Original im Kopierer drin liegen lassen. Und das hat Nadine natürlich gefunden. Und sie wusste, dass er keinen Lappen hat und hat das dann natürlich gegen sie verwendet und gegen ihn verwendet und ihn damit erpresst. Was wollte sie denn vom Angeklagten erpressen? Entschuldigung, aber alles kann ich auch nicht wissen. Ja, dann fragen wir doch selber, Abendstein. Was ich wollte Nadine? Ich bin werden? Nicht von Nadine erpresst worden. Ach so. Herr Vorsitzender, vielleicht können wir mal ganz kurz unterbrechen. Ich würde noch gerne mal Rücksprache mit meinem Mandanten halten. Halte ich für sinnvoll. Wenn es nur eine Minute dauert, ja, bitte. Ich wüsste nicht, was es da zu tuscheln gibt. Florian hat Nadine umgebracht. Er hat Nadine erstochen und sein sauberer Freund Martin liefert ihm jetzt ein perfektes, falsches Alibi. Pass mal auf, Mann. Du brauchst gleich ein Alibi für die Verletzungen, die du hast. Genau deswegen nennen wir den Psycho-Ray, weil er immer so austickt und immer so diese Wutausbrüche hat. Das ist jetzt nur eine Erklärung. Also ich habe ihn nicht so genannt. Das war jetzt nur eine Erklärung, woher der Name kommt. Der Kerl gehört in die Klinik und nicht auf unser Internat. Weißt du, mein lieber Ich... Ich bin völlig normal. Ja, klar. Mein Mandant hatte sich überlegt, er möchte doch was zu der Erpressung sagen. Gut, dann bitte. Ja, das stimmt. Nadine hat mich erpresst, aber ich habe sie nicht erstochen. Aha, also scheibchenweise kommt jetzt was ans Licht hier, ja? Ich meine, in Wahrheit liefern Sie uns das perfekte Motiv. Genau das Motiv, warum Sie Nadine erstochen haben. Es ging da eben um die Erpressung mit diesem gefälschten Führerschein. Nein, 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 nein! Es ging nie um einen gefälschten Führerschein. Die beiden, die hatten was miteinander. Hörst du schlecht oder was? Herr Schmidt, ich will jetzt von Ihnen erstmal nichts mehr hören. Was hat die Nadine Wernhardt von Ihnen verlangt? Ja, die wollte, dass ich für sie im Haus ihrer Eltern einbreche. Bei ihren Eltern? Ja. Warum wollte sie denn das? Die ist ja daheim rausgeflogen. Und ihre Eltern haben ziemlich viel Geld. Und da hat sie zu mir gesagt, hör zu, geh da rein, räum den Tresor aus und... Ja. Sie sollte für sie von ihren Eltern Geld stehlen. Ja, sie wollte damit weg. Sie wusste, wo der Schlüssel und der Tresor ist. Ich sollte da reingehen, das Geld für sie rausholen und fertig. Nadine wollte niemals weggehen. Das ist gelogen. Und erpresst bist du auch nicht worden. Herr Schmidt, Sie wollen es wohl nicht glauben, oder? So geht folgender Beschluss gegen den Zeugen Schmidt, wird hiermit ein Ordnungsgeld von 50 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft verhängt. Wir bleiben bei Ihnen, Herr Abendstein. Und Sie haben den Spind aufgebrochen, weil Sie diesen Führerschein gesucht haben. Ja, ich habe ihn gesucht, aber habe ihn nicht gefunden. Und auch die Tasche deswegen durchwühlt. So ist es, das ist richtig, ja.
Glaube ich. Und dann haben sie nicht gefunden und haben Ihnen? Sich dann volllaufen lassen, oder wie? Ja, ich meine, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Es hat alles nicht funktioniert. Versuche ich gerade. Sie haben den Führerschein nicht gefunden. Das war frustrierend. Haben dann jemand anderen gefunden. Nämlich Nadine. Die haben sie gefunden. Und die haben sie dann erstochen. So wie ich. Nein, haben sie nicht erstochen. Die hatten was. Die hatten was. Und deshalb, nur deshalb musste Nadine sterben. Herr Schmidt, jetzt muss ich aber auch mal dazwischen gehen. Ja, mit Verlaub. Wir sind das gerade hier am Ausarbeiten und ich bin überzeugt davon, dass die Erpressung mit dem Führerschein zusammenhängt. Soweit, glaube ich, können wir das hier erstmal auf den Punkt bringen. Und jetzt verschonen Sie mich bitte mit Ihren Beziehungsüberlegungen. Wirklich, da funken Sie mir mal nicht dazwischen. Dankeschön. Genau, so war es nämlich. Nadine war nicht mit mir zusammen. Nein, nein, nein. Genau denselben Mist hat Nadine mir doch auch erzählt. Genau das hat sie mir auch vorgelogen, aber... Na, mir könnt ihr nichts erzählen, nein. Mir könnt ihr nichts vormachen. Ich lass mir nämlich nichts vormachen. Alter, ich... Die beiden hatten was. Florian soll es endlich zugeben. Die Nadine, die hat ihn nämlich nicht erpresst. Den Florian, nein. Meine Nadine ist mit Florian. Ist die mir fremdgegangen, ja? Ja, ist sie. Sie war doch so alleine im Computerraum. Und da wollte ich sie doch nur besuchen. Ihr ein wenig Gesellschaft leisten. Ich meine... Das ist doch nicht verboten, oder? Herr Schmidt. Ja. 55 StPO. Belehrung. Belese, dass Sie sich selbst nicht belasten müssen mit allem, was Sie ab jetzt sagen. Herr Schmidt, was ist da passiert? Im Computerraum. Sie hat mich rausgeworfen, hat sie mich. Wegen ihm da. Die ganze Zeit muss ich mit ansehen, wie die beiden miteinander rumtuchteln. Meine Freundin macht mit dem da rum und alle wissen es. Dann hat sie mich ausgelacht und mich rausgeschmissen. Das kommt halt eben davon, wenn man nett zu jemandem ist, hat sie gesagt. Schluss machen wollte sie mit mir. Einfach so. Du Wahnsinniger! Sie war einfach nur nett zu dir, weil du ihr leid getan hast! Nadine war meine Freundin! Sie war immer nett zu mir. Jetzt nehmen wir mal an, es war so, als sie mit ihm Schluss machen wollte. Was ist dann passiert? Ach, ich habe ihr gesagt, dass ich weiß, dass es wegen Florian ist. Und dann hat sie gelogen. Ich habe ihr gesagt, es stimmt doch. Ich sehe euch doch immer zusammen. Und dann hat sie den Mist mit der Erpressung erzählt. Ich habe gesagt, sie soll aufhören zu lügen. Aber sie hat nicht aufgehört. Und dann habe ich zugestochen. So lange, bis sie aufgehört hat zu lügen. Wieso hatten Sie überhaupt ein Messer dabei? Das war einfach. Sie ist doch schon rausgekommen. Die Küche lag direkt neben meinem Zimmer. Und danach sind Sie ins Zimmer von Florian Abendstein und haben dort das Messer deponiert? Natürlich. Florian musste doch dafür bestraft werden, dass er etwas mit meiner Freundin hatte. Alter, du bist so krank! Musste er. Jetzt ist aber raus, jetzt ist gut haben. Meine Nadine. Noch jemand fragen? Keine. Nein, danke schön. Danke. Herr Guster bleibt unvereidigt, Remo Schmidt bleibt auch unvereidigt. Herr Guster, nehmen Sie bitte gerade noch mal hinten Platz. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft, keine Eintragung. Noch irgendwelche weiteren Feststellungen? Keine, vielen weiteren Dank. Erklärungen. Dankeschön. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hochgericht, Frau Verteidigung, da kommt noch sehr viel Arbeit auf uns zu in dem Verfahren, in dem Strafverfahren gegen den Zeugen Schmidt. Na, der Tod von Nadine Wernhardt wird lückenlos aufzuklären sein, er wird lückenlos aufgeklärt werden. Aber sicherlich wird es eine ganz harte Arbeit, eine schwierige und sicherlich auch äußerst beklemmende Situation, diesen Prozess am Ende zu führen, die Ermittlungen vorher hierfür durchzuführen. Eins ist geklärt, man muss fast sagen, lediglich Sachbeschädigung bleibt jetzt hier übrig. Das ist die Sache mit dem Spind, die bleibt natürlich bestehen. Da will ich einfach kurz machen, da gehe ich vom üblichen Satz aus, 30 Tage Sätze der Tatenschuld angemessen. Im Übrigen ist der Angeklagte frei zu sprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, ehrlich gesagt bin ich immer noch ganz ergriffen von dem, was der Zeuge Schmidt uns hier zum Besten gegeben hat. Da rückt die Freude für den Beweis der Unschuld meines Mandanten in den Hintergrund. Und wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, Herr Schmidt, was Sie uns hier gebeichtet haben, in Anführungszeichen, dann finde ich das erschütternd, welchen sinnlosen Tod Nadine sterben musste. Und als einziger Trost bleibt mir da fast nur zu sagen, ich habe den Eindruck, dass Sie psychisch krank sind und dass Sie dringend in Behandlung gehören.
Man hat es ja hier schon angedeutet gehört in der Hauptverhandlung. Vielleicht sind Sie erblich vorbelastet. Ihre Mutter befindet sich im Bezirkskrankenhaus in Behandlung. Ja? Und in Ihrem Zustand mit dieser Vorbelastung haben Sie auch noch Cannabis konsumiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ausschließlich dieser Cannabiskonsum wieder der Auslöser war für Ihre Psychose, warum Sie in diesen Eifersuchtswahn verfallen sind und diese grausame Tat geschehen musste. Aufklären muss das natürlich der Herr Staatsanwalt und das Gericht in einem gesonderten Verfahren. Das wird eine Frage Ihrer Schuldfähigkeit bleiben. Wichtig ist, dass mein Mandant für den Tod von Nadine nicht verantwortlich ist. Und ich glaube, diese Sachbeschädigung an dem Spind, ja, das können wir hier wirklich vernachlässigen und auch alle Augen zudrücken. So ein Spind ist schnell repariert. Geklaut hat er auch nichts. Der Führerschein war immerhin seiner. Es war keine fremde Sache. Gefunden hat er sie auch nicht da drin. Ich meine, mit 30 Tagessätzen Geldstrafe ist die Sache hier dann gut erledigt, oder? Ja. Danke, Frau Verteidigerin. Ganz kurz, Herr Vorsitzender, Sie noch, Sie bleiben bitte ganz in der Nähe vom Zeugen Schmidt. Ne? Dankeschön. Ja, die Anträge haben Sie gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben auch das letzte Wort. Sie haben es ja gehört. Ich bin unschuldig und sperrt den Ihren weg. Der hat wirklich einen an der Waffel. Um ein Haar hätte es mich erwischt. Ich will gar nicht daran denken. Es geht folgender Beschluss. Gegen den Angeklagten Florian Abendstein wird ein weiteres Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Sie wollen es trotz allem nicht verstehen, oder? Hier wird niemand beleidigt, sondern bitte ich Sie, sich zu überlegen, was Sie sagen, bevor ich Ihnen noch mal das letzte Wort erteile. Wie gesagt, ich bin froh, dass es endlich raus ist, ist nicht wahr. Sperrt den weg, der ist echt krank. Es hätte auch mich erwischen können. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Florian Abendstein ist schuldig der Sachbeschädigung gemäß § 303 Absatz 1 303 Klein C Strafgesetzbuch, wird deshalb zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Der Angeklagte ist für die über die Verurteilung hinaus erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen. Soweit der Angeklagte verurteilt worden ist, trägt er die Kosten des Verfahrens hinsichtlich des Freispruches, ausschaltbaren Kosten und Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Dann geht doch der Beschluss, der Haftbefehl des Amtsgerichts München vom 5.9.2009 wird aufgehoben. Ja, den feinen Unterschied haben Sie wahrscheinlich bemerkt, als Psycho oder Irre bezeichnen. Das wird hier als herabwürdigend und damit als Beleidigung geahndet. Die Behauptung, der Herr Schmidt sei krank, die muss dagegen erlaubt sein, denn darauf deutet alles hin. Und die Vermutung, Frau Verteidigerin, dass da eine manifeste Psychose durch Cannabiskonsum und Stress ausgebrochen sein könnte, die ist hier nicht von der Hand zu weisen. Leider wird das von vielen Konsumenten ausgeblendet, dass eine Veranlagung zu psychischen Erkrankungen, insbesondere zu Psychosen durch Drogenkonsum, insbesondere LSD, Ecstasy, aber eben auch ganz massiv bei Cannabis, zu einem akuten Ausbruch von Psychosen führen kann. Ich befürchte, beim Herrn Schmidt wird überhaupt die Schuldfähigkeit erstmal zu prüfen sein. Bei Ihnen bleibt die Sachbeschädigung. Sie haben den Spind aufgebrochen, da wollten Sie Ihren selbstgebastelten Führerschein wieder rausholen. 30 Tagessätze ist dafür der übliche Tarif bei uns. Müssen Sie allerdings nicht bezahlen. Sie saßen jetzt 75 Tage in Untersuchungshaft, das heißt, Sie müssen gar nichts bezahlen. 45 Tage, die über die 30 Tagessätze hinausgehen, werden Sie sogar noch eine Entschädigung bekommen. Abzüglich allerdings das Ordnungsgeld. Ja. Gegen das Urteil kann theoretisch noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ich nehme an, beide Seiten nehmen das an. Somit eigentlich für Sie rundum positive Nachricht mit einer Ausnahme. Eine gültige Fahrerlaubnis, die entsteht nicht durch eigenes Basteln. Das muss Ihnen klar sein, sondern durch einen Antrag bei der Führerscheinbehörde nach Ablauf Ihrer Sperrfrist und nach Ihrem aufbrausenden Verhalten. Hier habe ich dann noch zum Abschluss einen ganz kleinen Tipp. Es kann dabei bei der sogenannten MPU in manchen Kreisen, und da kann man zum Ausgangspunkt zurück, auch Idiotentest genannt, auch die charakterliche Eignung geprüft werden. Und da gilt einfach, wer sich gehen lässt, muss sich fahren lassen. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Schmidt, Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Seelers, nehmen bitte. Mit, das besteht dringende Tatverdacht des Mordes. So, also, Ordnung muss sein. Genau, ganz ruhig und jetzt gehen Sie mal mit. Kommen Sie. Dankeschön. Nadine war meine Freundin. Das hat mit dem Führerschein überhaupt nichts zu tun. Ein psychiatrisches Gutachten kam zum Ergebnis, dass Remus Schmidt schuldunfähig war. Das Gericht ordnete daraufhin seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt an. Der Angeklagte Florian Abendstein wurde unter Einbeziehung des heutigen Urteils wegen Urkundenfälschung zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro, also insgesamt 1.050 Euro verurteilt.